Herzlich willkommen zu Fedetec und zu diesem wirklich mega leckeren Fitnessrezept Pfannenpizza. Du benötigst eine gut beschichtete Pfanne, etwas Öl hinein, eine Paprikaschote und eine halbe Zwiebel in Streifen geschnitten anschmoren. Würzen mit Salz, Pfeffer und Chili und zur Seite stellen. Wir machen den Teig. 35 Gramm Dinkelmehl, ich habe hier gemischt, normales Dinkelmehl mit Vollkornmehl. 3 Esslöffel Quark, das entspricht ungefähr 100 Gramm, 1 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Einen glatten Teig daraus kneten und dieser Teig kommt jetzt in die beschichtete Pfanne. Ganz wichtig, die Pfanne muss kalt sein. Du kannst sie auch erst nochmal vorher mit etwas Öl einpinseln und dann mit der Faust oder einem Teigroller den Teig auf dem Pfannenboden ausrollen. Darüber kommt jetzt die Tomatensoße, das angeschmorte Gemüse. Du kannst gerne noch 1 bis 2 Scheiben Schinken oder Lachsschinken oder Hähnchenbrust dazu tun, Raspelkäse, Pizzagewürz und fertig. Und jetzt ganz wichtig, für 10 Minuten bei mittlerer Hitze den Deckel drauf. Nicht reinschauen, einfach nur garen lassen. Nach 10 Minuten den Deckel auf Kipp stellen und die Pizza jetzt noch so lange weiter garen, bis sie essfertig ist. Belegt wird sie jetzt noch mit einer Handvoll Rucola und voilà, guten Appetit, probier es gerne aus. Es ist wirklich ein mega leckeres Rezept.